Hallo Leute und willkommen bei Oldschool zu einem neuen Produktreview. Es ist mal wieder soweit und ich habe mir ein neues Spielzeug in Form einer Animatronic bestellt, die ich mit euch zusammen auspacken und in Betrieb nehmen möchte. Genauer gesagt handelt es sich um den Zombie Kürbis Groundbreaker, so ist zumindest der Name in dem Shop, wo ich dieses Teil hier bestellt habe. Auf den ersten Blick wundert es mich schon ein wenig, denn der Karton ist kleiner als ich gedacht habe. Aber man soll sich ja bekanntlich nicht vom Äußeren täuschen lassen. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt schon einmal in die Kommentare, falls ihr eine ähnliche Animatronic bei euch im Einsatz habt und was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt. Und schaut am besten, dass ihr den Kanal abonniert habt, damit ihr nichts mehr verpasst. Bevor wir starten, hier noch der kurze Hinweis: Für dieses Video und auch für den Inhalt dieses Kartons gibt es kein Sponsoring. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich möchte euch nicht länger warten lassen. Schauen wir einmal, was sich hier drin verbirgt. Sagt Hallo zu unserem Zombie Kürbis Groundbreaker. Also ich muss sagen, so wie er hier steht, gefällt er mir schon einmal ganz gut. Unser Kollege hat ein schönes, schauriges Gesicht und auch die Hände sehen schon so aus, als ob sie nur nach euren Gästen greifen wollen. Vom Material haben wir Kunststoff und auch die Hände sind aus Kunststoff. Der Kopf ist innenhohl und am Kopf und an den Armen haben wir orange mit grau und schwarz, damit es wirklich so aussieht, als ob der Kürbis gerade aus der Erde herausgekommen ist. Die Arme selbst, die sind noch ein wenig flexibel. Das heißt, ihr könnt den so ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten, wo ihr den hinstellen wollt. Und auf dem Kopf hier oben ist noch ein Netz aufgeklebt in so grau-grün. Und wenn wir weiter nach unten gehen, haben wir hier vorne auch wieder ein Netz in grau-grün, darunter haben wir grauen Stoff und darunter haben wir noch einmal schwarzen Stoff, was sicherlich Polyester ist, denn laut Beschreibung ist ja auch Polyester verbaut. Wie sieht es jetzt mit den Abmessungen aus? Schauen wir einmal. Wir haben eine Höhe von 50 cm. Eine Tiefe von ungefähr 40 cm und wenn die Arme ungefähr so sind, haben wir eine Breite von 75 cm. Aber wie gesagt, die Breite variiert, je nachdem wie ihr die Arme positioniert am Ende. Schauen wir einmal unter den Rock. Da haben wir hier die Steuereinheit und hier haben wir den Sensor für die Soundaktivierung und hier ist das Kabel, das geht zum Try-Me-Button. Hier ist der Stecker, an dem der Try-Me-Button angeschlossen ist und das ist auch gleichzeitig der Stecker für die manuelle Aktivierung, denn einen Anschluss für eine Trittmatte habe ich noch keinen entdeckt. Also 3,5 mm Klinkenstecker ist quasi keiner vorhanden. Das heißt, wenn ihr etwas anschließen wollt, dann geht das über diesen Stecker hier. Da wir es mit einem Animatronic zu tun haben, benötigen wir natürlich auch Strom und den finden wir auf der Rückseite. Auf der Rückseite haben wir hier das Batteriefach. Betrieben wird das Ganze mit 3 AA-Batterien und ihr seht es hier an dem Label, hier sind die Batterien schon enthalten. Das Label muss man quasi rausziehen, bevor man das nutzen kann und hier oben ist noch der Schalter, um das Ganze ein- und auszuschalten. Momentan ist der Kollege ausgeschaltet und weil das Hebel drin ist, geht das sowieso nicht. Ja, viel mehr gibt es zum Äußeren nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir nehmen unseren Kollegen mal in Betrieb und schauen, was er so drauf hat. Batterien sind eingelegt, jetzt geht's auf zum Testlauf. Wenn unser Zombie-Kürbis aktiviert wird, so die Beschreibung, ertönen gruselige Geräusche, Arme bewegen sich und der Kopf leuchtet auf. Schauen wir mal, ob das soweit funktioniert und vor allem wie das aussieht, und ich nutze hier als allererstes die Aktivierung über den Try-Me-Button, also die manuelle Aktivierung. So, das war die manuelle Aktivierung. Schalten wir mal um auf Soundaktivierung. Das war noch nicht die Soundaktivierung. Der Kürbis springt auch an, wenn man quasi umschaltet. Soundaktivierung kommt jetzt. Auch die Soundaktivierung funktioniert wunderbar. Ihr seht, Stimmen sorgen jetzt nicht gleich dafür, dass der ausgelöst wird, aber aus meiner Sicht dennoch ist der Funktionstest erfolgreich abgeschlossen. Geräusche ertönen, Kopf bewegt sich, Arme bewegen sich, Kopf leuchtet auf. Was will man mehr? Kommen wir abschließend nun zu einem kurzen Fazit. Der Zombie Kürbis Groundbreaker als Animatronic mit den Maßen 75 x 50 x 40 cm ist sehr kompakt und lässt sich gut in die Halloween-Dekoration einbauen. Hergestellt ist der Zombie Kürbis aus Kunststoff sowie anderen Stoffen und erweckt durch den Nusslook schon den Eindruck, als wäre er gerade aus dem Boden auferstanden. Die Aktivierung erfolgt über Geräusche oder manuell über eine Trittmatte, wobei ich mir hier die manuelle Steuerung besser vorstellen kann, denn damit lässt er sich letzten Endes gezielt auslösen. Etwas erfahrenere Bastler können über den Try-Me-Button natürlich auch einen Bewegungsmelder anschließen. Dem steht aus meiner Sicht nichts im Wege. Getestet habe ich das jetzt allerdings nicht, aber ich denke mal, so werde ich das bei mir dieses Jahr in der Halloween-Dekoration umsetzen. Aber bei der Art der Aktivierung kommt es natürlich immer darauf an, wie ihr unseren Kumpel hier bei euch in der Dekoration integrieren möchtet. Auf jeden Fall kann ich mir den Zombie-Kürbis sehr gut versteckt zwischen anderen Kürbissen vorstellen, und wenn man dann vorbeigeht, erwacht er zum Leben und erschreckt eure Gäste. Die Arme lassen sich biegen und somit könnt ihr den Burschen noch ein wenig euren Bedürfnissen anpassen. Das Schöne an dieser Animatronic ist der Sound, denn hier habt ihr keine Probleme mit irgendeiner Sprache, denn der Kürbis macht nur schaurige Geräusche, wie es ein Zombie eben so macht, und daher wäre es schon komisch, wenn der Zombie auf einmal beginnt zu sprechen. Die Lautstärke der Geräusche ist okay aus meiner Sicht, nicht zu laut, nicht zu leise, für mich passt das soweit. Eine Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln, gibt es leider nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass er in der Halloween-Dekoration steht und ringsherum noch andere Geräusche sind, dann hat man am Ende vielleicht Mühe, den Kürbis hier noch zu hören. Unser Kumpel kommt auf jeden Fall dieses Jahr in meiner Halloween-Dekoration zum Einsatz, und wer bei mir vorbeikommt, der kann den natürlich auch live erleben. Wir sind damit am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, ich ich konnte euch hier einen kleinen Überblick über den Zombie Kürbis Groundbreaker hier geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Infos vermisst oder wenn ihr Näheres wissen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich auch gern den Daumen nach oben da, aber abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr keine weiteren Updates mehr verpasst. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Happy Halloween!